willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal Fanspiele von mir. Gerade befinde ich mich in JoJo's Wonderland, meinem eigenen Hangout, Leute, über den ich noch nie ein Video gemacht habe, aber trotzdem kennt ihn jeder. Und heute werden wir mal der Roblox-Suche mal JoJo Craft HP, also meinen Namen eingeben, gucken, was für Spiele wir dort finden und uns diese ganze einfach mal angucken. Und ich bin sehr gespannt, ob wir coole Spiele finden, ob wir jetzt nur so Spiele finden, wo nur so eine Baseplate ist, ob wir ein Spiel finden, was cooler ist als JoJo's Wonderland. Und ja, Leute, hier seht ihr schon ein Big Update zu, Leute. Was kann da wohl auf euch zukommen? Aber erstmal, hi! Danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du noch nicht geliked hast, drückt gerne auf den Daumen nach oben und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Bitte so gerne Starcode, JoJo, falls du dir Robux oder Roblox für den kaufst, Leute. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro! Das nächste Update für JoJo's Wonderland wird das Winter-Update sein, wenn hier alles so ein bisschen winterlich aussieht. Das wird dann irgendwann Richtung Dezember kommen. Genauso wie auch dann der Winter-Merch kommen wird. Aktuell haben wir hier noch den Halloween-Merch drin, Leute, den ich auch gerade anhab. Findet ihr hier oder in meiner Roblox-Gruppe. Link dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ich finde den Halloween-Merch halt irgendwie, ich finde den irgendwie cool, Leute. Hier ist nochmal die andere Version quasi. Und ja, Leute, aber um diese Spiele geht es gar nicht, Leute. Es geht heute um Spiele von euch. Ja, genau, von dir. Vielleicht von dir. Und falls du auch ein Spiel für mich erstellen willst, dann kannst du das doch gerne machen. Vielleicht gucke ich das ja, falls ihr noch ein paar hiervon sehen wollt, in einem nächsten Video. Ja, Leute, gehen wir jetzt mal auf Roblox. Und jetzt suchen wir mal nach JoJo Craft HP in Erlebnissen, Leute. Und Foto mit JoJo Craft HP und Arian sehr wahrscheinlich, Leute. Das ist JoJo's Wonderland, mein Spiel, Leute. JoJo Craft HP ist cool. 18% Likes, nur oje, Leute. Also ich denke nicht, dass jetzt hier irgendwie welche richtig krassen Spiele kommen, aber eventuell finden wir was Cooles, Leute. Gehen wir allerdings zuerst mal in Foto mit JoJo Craft HP und Arian DK machen. Okay, alles klar, Leute. Gehen wir mal da dort rein. Und dann bin ich mal sehr gespannt, Leute, wie das Ganze hier aussieht, ob ihr da wirklich ein Foto mit mir machen könnt oder mit Arian halt eben, Leute. Und ja, bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wie gesagt, falls du auch weißt, wie man Spiele macht, mach gerne mal eins. Nenn das irgendwie mit meinem Namen. Und yo, Leute, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, ich weiß nicht, ob das Ganze hier selber gebaut ist oder so und so weiter und so fort. Aber so schlecht sieht das gar nicht aus, Leute. Hier gibt es Maps, hier gibt es Animationen, hier gibt es Gesichter. Also, hier kann man noch die Gesichter wechseln, Leute. Teil 2 gibt es ja auch noch. Was ist, wenn ich hier drauf laufe? Passiert gar... Au! Oh, Teil 2, Leute. Okay, wir sind in Teil 2. Ich denke mal, das ist der neuere, Leute. Und dann schauen wir uns einfach direkt mal den hier an. Und yo, der sieht noch so schön im Herbst. Der hat sich ja richtig Mühe gegeben, Leute. Hier sind sogar noch Tänze, beziehungsweise Emotes, Leute. Okay, das ist cool. Hier ist sogar noch ein Donation-Leaderboard, Leute. Hier sind die ganzen Animationen mit meinem Merch, Leute. Das ist nice. Okay, das ist echt cool. Jetzt haben wir diese Animation hier, Leute. Nehmen wir die Superhero-Animation, Leute. I wanna be a superhero. Oder hier Astronaut, Leute. Wie ein Astronaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Wir nehmen lieber... Ah, Leute, alle Animationen. Ich will meine normale Animation, aber es gibt... Leute, wir nehmen Bubbly, Leute. So laufen alle Mädchen immer rum. Nee, wir nehmen Toy, Leute. Wir nehmen Toy. Ich reset einfach meinen Charakter, Leute. Dann haben wir wieder eine normale. Und, ja, also, ja, Leute, hier sind wir. Und Credits, YouTuber, JoJo Craft HP, Arian DK und er, Leute. Und, ja, ich würde sagen, hier kann man auf jeden Fall dann Fotos machen. Ja, ist auf jeden Fall, Leute. Sollte ich eventuell auch mal in JoJo's Wonderland einbauen. Hier der Greenscreen, Leute, man kennt ihn ja. Und ja, hier kann man sich dann hinstellen, ein Foto mit mir und Arian machen. Das sind natürlich nicht die echten Leute. Ich bin ja gerade der Echte. Da kann man quasi ein Foto mit einem, ja, mit einer Figur von mir machen. Ist natürlich nicht dasselbe Gefühl, wie als wenn ich das jetzt wirklich wäre. Ihr wisst ja, was ich meine, Leute. Aber ich sag mal so, schlecht ist es auf jeden Fall nicht, Leute. Eventuell mache ich einfach mal selber so ein Game. So Foto mit mir machen und so. Und ja, einfach so just for fun, weil wieso denn eigentlich nicht, Leute? Hier ein Blue Screen, hier ein Pink Screen, ein Purple Screen und ein White Screen. Und ansonsten, Leute, sieht das Ganze doch gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier hinten noch, Leute? Was haben wir hier hinten noch? Tower of Hell und Murder Mystery 2, da kann man anscheinend zu den Spielen hingehen, Leute. Okay, okay, alles klar, Leute, hier sitze ich auch noch. Ich esse hier einfach, was ist das, Leute? Pommes, Fleisch, eine Dönerbox esse ich einfach, Leute, und habe eine Cola noch in der Hand. Ja, das ist schon cool gemacht, Leute. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was passiert, wenn wir jetzt hier reinlaufen. Ich werde wahrscheinlich einfach zum Spiel teleportiert. Aber ja, Leute, sehen wir mal nach und Teleportation, Teleportation, Teleportation. Ah, nee, Leute, ich komme hier tatsächlich in die Murder Mystery Map mit mir und Arian. Okay, das ist auch lustig, Leute. Das ist, also, nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Und, Leute, wir haben sogar Knife. Ich steche mich aber selber ab, Leute. Kann ich? Ah, okay, Leute, nächstes Game. So, Leute, JoJo Craft HP ist cool. Mein ganz, ganz altes Profilbild noch. Also, ist das wie, oh, Leute, oh, erstellt 2019. Eieieiei, hat nicht so viele Likes.
Aber Leute, ist auch ein... Was ist das für ein Bild? Ist auch nicht so schlimm, Leute. Wir schauen uns einfach ganz trotzdem einfach mal an und schauen, wie es denn hier so drin aussieht, Leute. Und, okay. Ich verstehe schon, warum es nicht so viele Likes hat, Leute. Weil hier absolut gar nichts ist. Das ist für JojoCraft AP der beste, Leute. Gehen wir auch mal rein, schauen uns das Ganze mal an und mal schauen, ob hier mehr ist als eine Baseplate. Okay, Leute, wo bin ich hier gelandet? Hier haben wir zweimal Caillou, Illuminaten, eine Explosion mit einem Hund, Doritos, MLG, Shrek. Okay, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Ja, da hat jemand auf jeden Fall die Toolbox ausgenutzt, Leute. Hat da ein paar Sachen aus der Toolbox rausgezogen. Aber okay, wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Und oh, wow, ich bin cool geworden. Nice. Foto machen mit JojoCraft AP und Arian DK. Okay, einfach meine Thumbnails hier genommen. Das ist auch okay, Leute. Hier, das eine Thumbnail. Wieso kann ich jetzt nicht mehr zurück? Ah, jetzt, Leute. Das finde ich sogar ziemlich cool von mir gemacht. Das habe ich auch selber gemacht, Leute. Schauen wir uns das ganze Spiel mal an. Mehr Likes als Dislikes. Und das kann ja dann nur cool werden, Leute. 11.000 Besuche. Das ist auch schon richtig, richtig krass, Leute. Das ist auch schon richtig, richtig krass. Schauen wir mal, wie das Ganze hier so ist, Leute. Wie das ganze Spiel hier so ist. Und, okay. Okay. Wir haben hier Motorräder. Wir haben Autos. Es wird Nacht. Also es gibt hier sogar ein Tag-Nacht-System drin. Ja, der Mond, das scheint mir nach Adopt Me auszusehen, Leute. Okay, das ist cool, Leute. Hier haben wir auch noch die Adopt Me-Autos. Die kann man sogar fahren. Obwohl, sieht ein bisschen komisch aus, Leute. Aber man kann sie fahren. Da hinten haben wir noch den Eiffelturm oder was ist das, Leute? Ja, die Straße ist jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Boden. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen cooler machen können. Aber, Leute, darum geht es ja in dem Spiel auch gar nicht. Es geht in dem Spiel ja nur quasi darum, ein Foto mit mir und Arian zu machen. Und da stehen auch... Wow! Eieieiei! Eieieiei, Leute, hier stehen noch ein paar Adopt-Me-Häuser. Hier stehe ich noch mit meinem Shadow-Dragon rum, Leute, obwohl ich gar keinen Shadow-Dragon habe. Aber hi, Jojo, was geht? Und hier haben wir, ja, Arian mit einem Auto, dann Arian vom Krankenhaus. Wir beide hier. Okay, also, ja, und hier haben wir nochmal einen dicken Greenscreen. Also, schlecht ist es auf jeden Fall nicht, Leute, sagen wir es mal so. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Und ja, gehen wir ab ins nächste Game. Anycraft AP und JojoCraft AP, Leute. Schauen wir uns das Ganze einfach auch mal an. Weil wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Ich glaube, das sind hier größtenteils diese Fotomach-Spiele. Hier wird nichts irgendwie... Es wird hier zum Beispiel kein Tycoon von mir kommen. Leute, stell dir mal vor, ich hätte einen eigenen Tycoon. Und oh, das ist ja süß, hier ist ja sogar noch Abok. Er spielt hier einfach, Leute. Sitzt hier Arian, der hält sich die Augen zu. Alles klar, Leute. Und hier ist ein riesiges Haus. Laufen wir dort mal rein, Leute. Was haben wir denn hier? Was ist das, Leute? Ist das... Hier kann man sich auf jeden Fall anstellen. Hier kann man dann... Ist das... weiß ich nicht, was das jetzt darstellen soll. Hier kommt ein bisschen Gras aus dem Boden raus. Ist ein süßes Spiel, Leute. Ich glaube nicht, dass dieses Haus hier selber gebaut ist. Aber falls ja, sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und ja, der Anfang, der macht halt Sinn des Spiels. Aber ich wüsste jetzt nicht, was jetzt hier quasi so der Sinn ist, das Spiel hier zu spielen. Ich kann ja nur dieses Treppenhaus hier nach oben laufen. Aber Leute, stell dir mal vor, so ein Jojo-Obby oder so ein Jojo-Tycoon. Das wäre doch schon mega, mega cool, oder, Leute? Das wäre doch schon mega, mega cool. Ah, das ist ein Hotel. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe, aber leider kann man das Ganze nicht benutzen. Würde ich sagen, ab ins nächste Game. Update JojoCraft Big Fan Game. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. JojoCraft AP Big Fan Game Play, Leute. Und yo, wir haben sogar ein eigenes Haustier oder hier einen Hund. Und hier bin ich, Leute. Hier ist ein Shadow Dragon. Hier wurde auf jeden Fall wieder die Toolbox ein bisschen auseinandergenommen, Leute. Hier haben wir Potions. Die leuchten hier sogar. Okay, Leute. Mein eigenes Pet schubst mich weg. Hallo, Pet. Na? Ah, dass man da gegenlaufen kann, ist nicht so smart. Aber ist okay, Leute. Hier haben wir ganz viele Mega-Neon-Pets. Cool, Leute. Cool. Das ist nice, Leute. Das sieht cool aus. Hier noch die Nursery, Leute. Ein Riesenrad. Hier kann man sehr wahrscheinlich seinen Super Happy Face nehmen. Dann kann man noch die Hasenohren nehmen und den Silver King, Leute. Das habe ich ja alles schon. Hier ist sogar noch ein Regenbogen. Leute, den kann ich sogar nehmen. Nice, Leute. Jetzt kann ich hier rumfliegen und. Okay, hier unten ist auf jeden Fall eine riesige Welt. Hier ist eine riesige, riesige Welt. Sieht auch nicht so schlecht aus, Leute, aber das ist halt Terrain. Das ist auch nicht selber gebaut, Leute. Und hier stehe ich noch neben dem Riesenrad. Alter, dieses Licht hier ist ja unfassbar, Leute. Wie viel Licht ich hier erzeuge. Eieieiei. Ah! Ich bin vom Nursery gefallen, Leute. Und Arian auch. Und wir sind wieder aufgestanden. Hi, was geht, Jojo? Na? Aber ja, Leute, okay. Cooles Game, aber... hier steht sogar noch große Jojo, Leute. Gehen wir ab ins nächste. JojoCraft AP Fangame, Leute. Das hat tatsächlich ein ordentliches Dislike-Like-Verhältnis. Das freut mich. Und auf jeden Fall hat es auch eigene Thumbnails, Leute. Und da saß ja ich, Leute. Ich bin mir jetzt mal sehr gespannt. Ich glaube, das hier könnte jetzt wirklich was sein von einem Studio sogar. Das könnte jetzt wirklich was sein, was gut gemacht ist. Also, so, ich sag mal, richtig gut entwickelt ist. Und nicht
natürlich nur die Toolbox. Und herzlich willkommen im Spiel Dodocraft HP Fangame Beta Spiel, Leute. Okay, spenden kann man hier, Leute. Wisst ihr was? Ich spende einfach mal. Ne, 10 Robux ist zu wenig. Ihr müsst hier nichts spenden, Leute, aber ich spende einfach mal 100 Robux, bevor ich mir das Game überhaupt mal angucke, Leute. Falls du dir Robux oder Robux bekommst, gerne mit Sako Jojo. Und ja, wir haben das einfach mal hier donated, Leute. Dann gibt es ja noch eine Liste. Alles klar. Also, das ist die Spendenliste. Okay, Leute. Also, das Spiel hier. Ja, Teleporter, Leute. Die Map wurde zu 95% neu entworfen. Mhm. So, hier kann man zu irgendwelchen anderen Simulatoren, Leuten. Okay, okay. Dann haben wir hier einen Bus und da hinten haben wir Fotos. Okay, und hier haben wir Shop, Leute. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da im Shop ist, ob da meine Klamotten sind oder ob da deren Klamotten drin sind. Leider hat das Spiel ja nicht so viel mit mir zu tun. Also ich sehe nicht zumindest so viel von mir. Aber Leute, es ist schon mal ein Anfang und... Okay, jetzt schon mal anfangen und eventuell entstehen ja irgendwann mal richtig krasse, so richtig high aufwendige Spiele von mir, zum Beispiel wie gesagt ein Tycoon oder halt irgendwie hier auch sowas, Leute, hier Shop, okay, und ja, hier sind tatsächlich nicht meine Klamotten, leider, Leute, das wäre cool gewesen, wären hier meine Klamotten gewesen, es sind meine Klamotten, nur in halt, ja, in, also, ja, wie soll ich das beschreiben, also, ja, hier sind von dem Studio sehr wahrscheinlich, okay, alles klar, Leute, das ist, Pilot? Pilotenklamotten? Okay, Leute, und da hinten kann man auch ein Foto machen. Leute, hier haben wir auch noch ein Greenscreen mit mir und genug Platz für einige Leute. Und dann würde ich sagen, war das das letzte Spiel für diese Folge. Falls ihr noch ein paar, wie gesagt, sehen wollt, müsst ihr irgendwelche Spiele entwickeln, Leute, die ich mir auch angucken kann. Und auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Besorge auch gerne Starcode, Jojo, falls du dir Robux oder Roblox bekommst. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung weiter, findest du meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und auch den Link zu meinem Discord-Server. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao! Leute!